Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute ist mal wieder ein Zuschauerwunsch dran. Und zwar vom guten SNES Maniac. Ja, der hat sich American Gladiators für das Super Nintendo gewünscht. Der hat auch erst letztens ein super Video über die schlechtesten AGN-Spiele auf dem Super Nintendo gemacht. Unbedingt reinschauen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht unten zu verlinken. Lasst den Guten auch ein Abo da. Der macht auch sehr, sehr schöne Super Nintendo-Tests. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Er hat auf jeden Fall wesentlich mehr Abonnenten verdient als das, was er jetzt hat. Ja, und er hat sich American Gladiators gewünscht und fand ich immer sehr faszinierend damals, muss ich sagen. Ne? In Erinnerung sind diese großen Wattestäbchen, mit denen sie sich immer bekriegt haben, in Erinnerung geblieben. Und natürlich verschiedene Schießszenarien und da gab es Hindernisparcours und so weiter. Das war richtig geil aufgemacht. Also ich glaube, so richtig nachhaltig verfolgt habe ich das nie. Aber wenn das mal im Fernsehen lief, habe ich da mal ganz gerne mal reingeschaut. Aber ich laber jetzt schon wieder zu lange und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal ins Spiel rein. Es gibt hier One-to-One in Tournament. Ich würde mal sagen, wir steigen mal hier ins Tournament ein. Ne? Wir sind natürlich Male in diesem Sinne. Okay, wir können uns einen Namen aussuchen. Und dann nehmen wir natürlich einmal den Panda. Natürlich etwas blöd hier angeordnet, aber naja, gucken wir mal. Ja gut, was erwarte ich bei dem Spiel? Logischerweise eine Minispielsammlung. Also bei vielen Lizenzverschriftungen kann man ja sagen, okay, Minispielsammlung musste das sein. Aber hier stellst du mal ein eigentlich theoretisches, solides, ja, Sportspiel. Ne? Mal gucken, wie es umgesetzt ist auf jeden Fall. Da gab es ja diese schöne Arena, okay. Es gibt so ein richtiges Turniermuster. Ich wusste nicht, ob das damals auch schon so war, aber ich nehme jetzt einfach mal an. So, Panda gegen Sean. Sean, ich würde sagen, der Panda, der wird dich jetzt wegpusten. Mal gucken, was für eine Sportart wir haben. Okay, also wir haben zumindest so den Flair versucht, okay. Ach, das ist irgendwie so, wo man hier so... Ach, da gab es diese Dinger, ne, wo man beschossen war, okay. Muss ich hier irgendwas schießen? Okay. Jetzt laufe ich hier einfach mal so lang. Ja. Muss ich hier zum Exit laufen? You are hit! Okay, also das Spiel ist nur in Amerika erschienen. Und soweit sagen mir schon meine Englischkenntnisse, dass you are hit grammatikalisch nicht gerade das Richtige ist. Sagen wir es mal so, ne? Okay, ach, jetzt muss ich wahrscheinlich schießen, ne? Okay, Player One. Ach, das muss ich geseilt haben und dann dagegen gestoßen sind. Aber what the fuck? Too fast. Okay. Ich bin etwas verwirrt, muss ich sagen. Okay, gut. Ist schon wieder was Neues. Ach, das sind... Boah, wie schnell sind denn hier diese... Ja, okay, das ist so Marble Madness für Arme gerade. Ach du Scheiße. Also die Grafik ist voll krümelig, ne? Also für 16-Bit... Ich kann hier nur Steuerkreuz benutzen. Ich kann echt nur Steuerkreuz benutzen, okay. So... Ja, es ist so... Wieso kriegt der eigentlich immer Punkte? Ich ramme ihn doch genauso! Ey. Muss ich hier irgendwie... Ich versuche hier gerade die Steuerung irgendwie herauszufinden, aber ich finde es gerade echt gemein, weil ich ramme ihn und er kriegt einen Punkt. Genau, ich dachte, genau das muss man machen. Oder musste ich hier so rein? Es wäre natürlich jetzt auch wenig die Spiel erklärt, okay? Das könnte natürlich jetzt sein, dass es im Handbuch entsprechend steht. Okay. Aber dass man auch nirgendwo so mal einen zweiten Versuch hat, ne? Man wird da durch. Zack, 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 zack. Ich raff die Steuerung nicht. Ah, hier die Wattestäbchen. Okay. Okay, ich kann runter. Da! Okay. Ihr seht selber, also
Street Fighter ist ein Scheiß dagegen, würde ich sagen. Treffe ich den jetzt? Also Trefferfeedback hat man nicht. Ach, aber Lebensenergie. Also, ich kann ja echt nur sagen, es spielt sich so, wie es aussieht. Ja? Also, unresponsiv. Steuerung ist wirklich suboptimal. Man wird jetzt hier so in Sekundenschnelle wird man hier durchgeschleust. Dass ich jetzt hier manchmal die Regeln nicht so verstehe. Okay. Ne? Das gibt sich. Aber guckt euch mal diese Krümi-Grafik hier an. Das hätte man auf dem NES machen können. Ach, das war hier dieser Sportspiel, ne? Man hat natürlich null Übersicht. Ich muss ja wahrscheinlich jetzt mir irgendeinen Ball irgendwo holen. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Kann ich hier hauen? Nee, ich kann nur laufen. Okay, ich kann nur laufen. Ich sehe immerhin, wo der andere ist gerade. Hier diese Blocker, die... Ey, der hat schon wieder 4. 4 von was denn? Freunde. Es ist so verwirrend. Was muss ich hier denn machen? Hier sind aber auch nirgendwo irgendwie Bälle oder irgendwie sowas, die ich jetzt hier abfangen muss. Ich bin ratlos. Ich bin einfach ratlos. Ja, also vielleicht schaffe ich es mal einen Punkt zu ergattern, aber selbst wenn ich weiß ungefähr, was man machen muss. Okay, so, das muss ich ja wahrscheinlich hier, wenn ich cool bin, hier schön, hier seitlich, komm, genau. So, ist da oben. Ja, dann geh doch nach oben. Oh, wieso geht der nicht nach oben? Also mein es wäre jetzt der Sinn nicht gewesen, ich habe den Knopf zur Seite gemacht, es gibt so einen Knopf zum Klettern, zur Seite und dann nach oben gemacht. Kletter nach oben. Macht er natürlich nicht. Aber vor allem, sie fangen mit dieser sehr eindrucksvollen Präsentation an, ne? Wie die Fernsehsendung. Ja, wie laufe ich denn? Ach, die L-Tasten. Ich muss jetzt hier einfach nur die L- und R-Tasten drücken. Ohne Witz. Der macht jetzt alles automatisch. Ich muss wie in so einem Billig-Sportspiel L- und R-Tasten drücken. Egal, was der da gerade macht. Nein, ich muss jetzt nicht irgendwelche Geschicklichkeitsdinger machen oder sowas. Nein, ich muss einfach die L- und R-Tasten drücken. Okay, hier muss ich wahrscheinlich irgendwie springen. Okay. Geht auch nur kontextsensitiv. Das macht keinen Spaß. Allgemein, diese Sportspiele sind ja echt scheiße gealtert, aber... Nee. Also... Wie gesagt, selbst wenn man weiß, was man zu tun hat, wie in diesem Wattestäbchen-Kampf. Die Steuerung ist so ungenau, verzögert und ihr habt es ja gesehen in der grafischen Präsentation. Das sieht alles nicht sehr flüssig aus. Und genau so spielt sich das Ganze. Problem. Ja, also mit ein bisschen mehr Feintuning, ein bisschen mehr Abstand zwischen den Events, hätte man da durchaus was draus machen können, finde ich. Durchaus. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Und wisst ihr was? Noch ein One mache ich auf jeden Fall nicht. Also, hier ist natürlich wieder ein Spiel. Muss ich einschränken. Handbuch hätte hier jetzt geholfen. Definitiv. Aber Spaß macht es trotzdem nicht. Selbst wenn ich jetzt gut gewesen wäre, hätte ich die Kampagne, zumindest diesen ersten Abschnitt, ich denke mal später kommen es auch nicht großartig andere Disziplinen, weil ich glaube, mehr gab es auch gar nicht. Viel mehr zumindest. Immer weiter durchgespielt. Und das ist doch langweilig, oder nicht? Kommt, Leute. Da hätte man aus der Thematik was wesentlich Besseres machen können. Irgendwie so eine Art Karrieremodus oder sonst was. Aber nee, Finger weg, Leute. Trotzdem, schön, dass ihr reingeschaut habt. Und vielen Dank für den Wunsch, lieber SNES Maniac. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut!